Hamburg-Mitte hat angekündigt, Ende des Monats einen sogenannten Weckdienst und Saubermachdienst einzurichten. Auf bestimmten Plätzen, wo Wohnungslose sich nicht an das ungeschriebene Gesetz halten, nämlich früh morgens, spätestens um 8 Uhr, die Platte sauber zu räumen. Vielleicht ist das ja wirklich ein Weg, auch diese wenigen Wohnungslosen, die sich nicht dran halten, dazu zu bringen, einfach ihre Platten jeden Morgen frühzeitig zu verlassen und sauber zu hinterlassen, damit eben halt auch die Leute, die dann zur Arbeit gehen, ein sauberes Umfeld vorfinden, so wie wir es eben halt auch von uns selber wünschen. Das gesamte Problem wäre von heute auf morgen gelöst, wenn die eine Unterkunft bekommen würden. Dann hätten wir nicht diese großen Debatten, wer darf wie lange irgendwo schlafen, gibt ihnen eine Unterkunft und wir hätten das Problem gelöst.